Hi Leute, wir haben ja angefangen bei Wer gehört wem mit der Carolina und ihr gehören ja die ganzen Faddies hier und deswegen machen wir jetzt weiter und zwar mit der Lea. Lea gehören einmal Sunshine und Zäpfchen und Lady und Sari, also sie ist ja davor Shine jetzt, also gestern noch bei mir Shine, aber ich bin mal auf einem Pferd geritten, die so ähnlich aussah wie sie hier und dieses Pferd hieß halt Lady. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich sie halt jetzt so. Dann mit der Letizia machen wir weiter. Allerdings kann man sie eigentlich direkt überspringen, denn Letizia hat noch kein Pferd. Sie kümmert sich nur ein bisschen manchmal noch um die Ponys mit, aber die Ponys gehören ihr nicht. Da wird es schade. Und du? Auf jeden Fall wird sich das aber bald ändern. Letizia wird auch bald ein Pferd bekommen, aber dafür wird es ein extra Video geben. Dann der Sarah gehören einmal Mystery, Felix und der Pluto. Pluto ist ja sozusagen der Mann von Lady und der Vater von der kleinen süßen Sari. Aber ich dachte mir, dass die Sarah den Pluto bekommt. So, der Anita gehören einmal Oscar, Bella, Blossom, Picasso, Haguk und Nala. Und der Nele da hinten, ihr gehören einmal Pia und ihr Fohlen Kali. Aber wenn man das Schleichleben realistisch sieht, geht Nele ja in die Schule und kann sich nicht immer um die Ponys kümmern. Deswegen geht Letizia dann halt auch zu den Ponys und kümmert sich um sie halt. Und ja, ich glaube, das hatte ich aber auch erwähnt schon bei Letizia. Ja. So, also der Simba, die Mira und ihr Fohlen Kion, die gehören einer Figur, die ich leider jetzt nicht finde. Und noch sie hier. Also die Sally, also Sally, Simba, Kion und Mira, die gehören halt der anderen Figur, die ich wie gesagt nicht finde, habe ich es auch schon mal gesagt, aber egal. Und halt der Kleine, der Storm, der ist der Sohn von der Sally. Und ja, ich werde auf die Suche nach dieser Figur gehen. Und wenn ich diese Figur nicht finde, dann werden die Pferde auch wahrscheinlich noch der Anita gehören. Und ja. So, das war's jetzt auch schon mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.